gefallen? Was ist geschehen? Ist er... Nein, Ellie. Ardo verhandelte mit den beiden Zöllnern schon eine ganze Weile. Nun, als ehrbare Händler sind wir natürlich bereit, alle nötigen Formalitäten des Zolls ordnungsgemäß zu... Plötzlich näherte sich ein Fremder, einen Dolch in der Hand. Dann ging alles ganz schnell. Ich rief Ardo noch zu. Er versuchte auszuweichen, aber der Dolch... Ardo streckte sie nieder. Doch die Klinge muss vergiftet gewesen sein, denn Ardo fiel kurz danach. Jetzt ist er in diesem merkwürdigen Zustand. Mist. Oh nein. Das ist doch der Mann, der uns zum Diebstahl angestachelt hat. Was? Du kennst diesen Kerl? Und du hast gemeinsame Sache mit dieser Mora gemacht? Bei Angostresse. Was hat das alles zu bedeuten, Dieb? Okay, Fargrim ist jetzt richtig wütend. Dann müssen wir dringend mal dazwischen gehen, bevor Quano jetzt umbringt. Aber Quano hat uns jetzt wieder ein weiteres Steinchen in diesem Puzzle gegeben. Er hat mit dieser Mora zusammengearbeitet, beziehungsweise... Ja, lassen wir ihn mal erklären. Also gut. Mora und ich sind alte Rivalen. Wir konkurrieren schon lange um den Titel des Königs der Diebe. Dieser Mann sprach uns an, als wir in Havena in einer Taverne saßen. Also deswegen ist Mora so wichtig. Sie sind Rivalen. Diebesrivalen. Dass er ein Dieb ist, haben wir uns eigentlich schon lange gedacht. Aber dass er König der Diebe werden will. Na gut. Wir können ihn jetzt mal auf das König der Diebe ansprechen, aber bleiben wir jetzt in der Sache diskret und fragen, was wollte er von euch, Quano? Wir waren gerade in eine heftige Diskussion verwickelt, womit wir uns gegenseitig übertreffen würden. Er kam hinzu und tat alles, um unseren Streit weiter anzufachen. Und da hast du nicht gemerkt, dass der was im Schilde führt, wenn er nur weiter Feuer ins... Brennstoff ins Feuer wirft? Gut. Schließlich machte er uns einen Vorschlag. Beim Herrn der Nacht eine wahrhaft verwegene Idee. Lass mich raten, einer von euch beiden sollte irgendwas Wertvolles stehlen. Mora muss ihn beim Wort genommen haben, denn sie tauchte bald darauf unter. Um ihr zuvorzukommen, beschloss ich, den Coup selbst zu landen. Bei Fex, ein wahres Meisterstück, kann ich euch sagen. Was für ein Coup denn? Das wollen sie uns sicherlich wieder nicht verraten. Was habt ihr gestohlen, Quano? Nun, nichts. Ardo und Fulgrim haben mich leider erwischt. Okay, das erklärt, wie ihr drei in diese Situation gekommen seid, also, dass ihr zu dritt so reisen tut. Pech für dich, hä? Jetzt versteh ich. Du hast dich in deinen eigenen Schlichen verfangen, Quano. Und das auch noch wegen einer Frau. Und Fulgrim tritt ihm nochmal ordentlich eine rein. Ja, Fulgrim ist ja nett. Ardo liegt im Sterben und du machst solche Witze. Ich war nur einen Augenblick unaufmerksam. Zu meinem Entsetzen musste ich nämlich feststellen, dass Mora bereits... dir zuvor gekommen ist, nehme ich mal an. Aber irgendwie willst du uns nicht alles erzählen. Sei gefällig still, du Langfinger! Muss ich dich erst an deinen Schwur erinnern? Okay, jetzt kommen wir dann wieder nicht mehr weiter und müssen erst wieder warten, bis wir mehr erfahren. Mist. Was für ein Schwur, wovon redet ihr? Ich kann euch nichts darüber sagen. Wir haben einen Eid geschworen. Zu schweigen. Und vor wem? Genau. Und nur Ardo kann uns davon entbinden. Ardo! Bei Angrosch. Wir müssen ihn schnell zu einem Heiler bringen. Jetzt ist Fulgrim wenigstens wieder beim wichtigsten Thema. Wir müssen Ardo retten. Wir sollten ihn aufs Schiff bringen und überlegen, wo wir Hilfe finden können. Genau. Bringen wir ihn aufs Schiff. Ja, so liegt er gut. Ich fürchte, mehr können wir im Augenblick nicht für ihn tun. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich schnell nach Ferdo. Worauf warten wir denn noch? Setz schon die Segel! Oh, Ardo, Schande über meinen Bart. Warum habe ich ihn nur allein gelassen? Schande über meinen Bart. Ja,
Wer sich an das Intro erinnert, da hatte Fargrim keinen Bart mehr. Warum, das verrate ich jetzt mal nicht. Das werden wir im ersten Teil erfahren. Und wo sollen wir hin, Fargrim? Die Klinge muss mit einem üblen Gift versehen worden sein. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Wer weiß, ob uns ein normaler Heiler überhaupt helfen kann. Vielleicht kann uns ja der Gesandte des Flussvaters helfen. Er scheint kein normaler Heiler zu sein, aber gucken wir mal. Okay. Mal sehen. Das erste wäre wieder... Versuchen wir es erstmal mit Meister Laurelin. Also, der Meuchelmörder war Kaldensteins Mann, daher ist bestimmt Magie im Spiel. Vielleicht kann uns Meister Laurelin in Nadoret helfen. Ich weiß, dass Laurelin viele Geheimnisse kennt. Und wie viele Elfen ist er auch in der Heilkunst bewandert. Aber ein Gift von derart bösartiger Magie. Nein, er wird uns nicht helfen können. Okay, dann macht Fyrus uns schon mal einen Strich durch die Rechnung. Aber er hat wahrscheinlich recht. Laurelin ist mehr ein Waldläufer als ein Heilkundiger. Also ich glaube, mit einfachen Verletzungen kommt er vielleicht klar, aber nicht mit so übler, dunkler Magie. Tja, das klingt so, als könnten wir uns die Reise nach Nadoret sparen. Bei Efferts Dreizack, es muss doch irgendwo Hilfe zu bekommen sein. Fällt euch noch etwas anderes ein? Ja, dann wäre da noch mein lieber Geonbruder Emaran. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob er uns jetzt direkt helfen kann. Aber mit seinen Voraussagen hat er wenigstens recht. Vielleicht kann er auch helfen. Vielleicht wäre dies eine Möglichkeit. Ich glaube auch nicht, dass er der Narr ist, für den ihn viele halten. Doch was es wirklich mit ihm auf sich hat, ich vermag ihn nicht recht einzuschätzen. Na, irgendwie hat immer nur Fyrus was zu den Themen zu sagen. Das ist auch seltsam. Ich glaube, Fargrim ist zu sehr in Gedanken über Ardo und Quano. Keine Ahnung. Quanus zu deuten ist ziemlich schwer eigentlich. Ja, der Gesandte des Flussvaters. Ich weiß, die Geweihten in der Stadt halten nicht viel von ihm, aber mir hat sein Rat noch nie geschadet. Oder habt ihr noch andere Vorschläge? Ja, das Letzte, was wir machen können, ist das Elfendorf aufsuchen. Auch wenn uns Laureli nicht helfen kann, ein Elfenheiler kann es bestimmt. Elfen? Das fehlte noch, dass ich Ardo irgend so einen Bund Verratisch anvertraue. Der Halbbund Verratisch, der direkt neben dir steht, wird dir jetzt gleich was husten, denke ich mal. Fällt lieber keine Urteile über Dinge, von denen ihr nichts versteht, Fargrim. Wenn es hier eine Elfensiedlung gibt, dann wird dort auch ein mächtiger Heiler leben. Nur wo sollen wir suchen? Ah, das ist die gute Frage. Wir wissen halt nicht. Elfen? Hier am Fluss? Bei Effert. Ich habe nie auch nur einen von ihnen gesehen. Seid ihr sicher, dass dieser Kommandant noch bei Trost war? Ich hoffe, ihr habt noch andere Vorschläge. Naja. Keinen Vorschlag eigentlich mehr. Also müssen wir wohl zum Bruder Emma ran. Das ist unsere einzige Möglichkeit im Augenblick. Also, was meint ihr? Na, dann fahren wir da jetzt hin. Los, auf zu Bruder Emmerans Insel. Genau, los, keine Zeit verlieren. Entweder wir verlieren, sonst verlieren wir auch doch Ardo. Unsere nächsten Schritte sollten wir in Ruhe bedenken. Ardo scheint nicht unmittelbar in Lebensgefahr zu schweben. Er wacht nur nicht auf. Rüsten wir uns doch erstmal in Nadoret aus. Ausrüsten ist eigentlich keine schlechte Idee, aber... Noch sollten... Aber Ardo ist im Augenblick, glaube ich, wichtiger. Ausrüsten? Du würdest dich noch ausrüsten und deine Schleicherschritte bedenken, während man Ardo schon zu Grabe trägt. Los, zu Emeran! Ja, und schon streiten die beiden wieder, während Ardo wirklich nicht gut dasteht. So geht das nicht weiter. Bis Meister Ardo geheilt ist, muss irgendjemand die Führung übernehmen. Wärt ihr bereit dazu? Immerhin habt ihr es mit diesen Streithähnen durch die Zollfeste geschafft. Ja. Ich stehe tief in Ardos Schuld. Um seinetwillen bin ich bereit, die Führung der Gruppe zu übernehmen. Ja. Wo wir jetzt direkt in Ardos Schuld stehen. Na gut, er hat uns bei dem Piratenüberfall gerettet, also. Na gut, ich denke, damit kann ich leben. Fürs Erste zumindest. Und keine Sorge, ich werde euch, dir,
mit meinem Ratschlag zur Seite stehen, wenn es darum geht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Okay, jetzt fängt Quano an, nicht mehr so förmlich zu werden, wenn er uns schon anfängt zu duzen. Aber ist auch besser so. Wenn man mich dauernd sieht, fühle ich mich irgendwie alt. Meinetwegen, mir soll's recht sein. Immerhin hast du bewiesen, dass auf dich Verlass ist. Und wenn es dir zu viel ist mit dem Schleicher da, brauchst du es mir nur zu sagen. Ich kann mir schon vorstellen, was Fogrim mit ihm macht. Ihn hinter den nächsten Busch zerren und... nein, ich spreche es lieber nicht laut aus. Dann sind wir uns also einig. Männer, diese Expedition hat nun einen neuen Kommandanten. Vorerst, bis Arthur wieder gesund ist. Jawohl, Captain. Gangrosche. Dann los mit Angrosch Segen. Lass uns schnell ablegen, um Ardo zu helfen. Ja, möge Fex dir mit seiner Weisheit und seinem Segen zur Seite stehen. Das ist eine große Verantwortung, die du da auf dich nimmst. Was Diebe eigentlich immer mit Fex? Na gut, Diebe glauben eigentlich fast alle an Fex. Aber sie erwähnen Fex auch in jedem zweiten Satz. Das wird auf Dauer nervig. Ich weiß, dass Ardo ein guter Mann ist. Genauso wie Jakob es war. Daher ist es mir ein Bedürfnis, dir und ihm weiterhin zu helfen. Und dann wird Kaltenstein für seine Taten büßen. Gut. Das freut uns, dass alle mit mir an meiner Seite sind. Dann kann es ja nicht schief gehen. Ich habe wohl genug mitgekriegt, um zu wissen, dass ihr keine einfachen Händler seid. Aber keine Sorge. Ich werde über alles schweigen, wenn ihr das wünscht. Gebt Bescheid, sobald ihr Befehle habt. Gut, das machen wir. Erstmal schnappe ich mich selber, weil ich will hier auch noch mal kurz ein bisschen Inventarmanagement machen. Hier zum Beispiel die Sachen aus der... So. Aus dem Ding holen, die Ladeliste, die kann ich da reinlegen und die Koscher-Matzung. Oh, und meine Pfeife rauchen tue ich im Augenblick eh nicht. Und die Flusskiesel, die nehmen nur Platz weg. Alles andere, ja. Ah ja, wir haben einen Stufenaufstieg, also vergeben wir mal kurz Punkte. Sumus-Schild, Plurumbarum, Blitz, Kräfte der Natur. Ja, das sind eigentlich alle wichtigen Sachen. Ja? Feiris, machen wir den Bogen höher. Die hat ja auch schon Stufe. Falkenauge und Armatrutz höher. Wow, Fogrim hat viele Steigerungspunkte, das ist gut. Dann können wir bei ihm... Geben wir alles in die erstmal Hiebwaffen höher. Hiebwaffen höher. Nee, geben wir den Punkt in Konstitution. Den wird er brauchen. Ja. Quano. Intuition und Fingerfertigkeiten sind bei ihm eigentlich schon ziemlich hoch. Geben wir es ihm erst einmal zwei zusätzlich Punkte. Oh, er ist noch Stufe 3. Naja, gut. Schlösser knacken und Feinden schärfen braucht er eigentlich nicht. Das macht Feiris, oder? Ja, das macht Feiris. Feinden schärfen, so. Gesteigert haben wir. Jetzt können wir noch die restlichen Kisten. Und zwar haben wir hier hinten Falkrims und Quanus Kiste. Da sind auch noch sicherlich nützliche Sachen drin. Dukaten, Dietriche, Murmeln. Na, die Murmeln, die finde ich jetzt nicht ganz so nützlich, aber die Seife könnten wir gebrauchen. Auch wenn Falkrim nicht so viel von Seife hält. Und bei Falkrim selber gibt's nur was zu trinken. Also, Giftbeutel, das Parfüm geht an Quano, Giftbeutel verkauft mit Gänsefeder, Feiris, Geschosskugelsplitter, so, das verteilen wir jetzt mal alles. Einmal Kohle, Salbenfett.